Heute zeige ich euch einen wunderbaren Rhabarberkuchen mit Baiser. Es ist ein super Rezept und leckerer Kuchen. Viel Spaß beim Video! Der Rhabarberkuchen schmeckt durch den Baiser schön süß und knusprig und bildet den Kontrast zu dem säuerlichen Rhabarber im Teig. Kombiniert mit Erdbeeren, einfach klasse! Die Zutatenliste und genaue Mengenangaben findet ihr in der Beschreibung. Schneidet den Rhabarber in kleine Stücke. Die Rhabarberstangen sind recht jung und haben keine Schale. Somit muss ich nichts abschälen und kann ihn direkt verarbeiten. Wenn euch die Fäden im Rhabarber stören, könnt ihr sie natürlich auch abziehen. Habe mich für die Kombination mit Erdbeeren entschieden. Diese schneide ich in schmale Scheiben. Gebt weiche Butter mit Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel und verrührt die Buttermasse. Fügt die Eigelbe hinzu. Rührt nach und nach die Milch ein. Mischt das Mehl mit dem Backpulver und rührt die Mehlmischung in die Eigelbmasse unter. Bereitet euch eine Backform vor. Diese fettet ihr mit Butter ein und stäubt sie mit etwas Mehl aus. Verstreicht den Teig in der Form. Verteilt den Rhabarber und die Erdbeeren auf dem Teig. Backt den Rhabarberkuchen im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad ca. 30 Minuten. Jetzt könnt ihr den Baiser anrühren. Dafür gebt ihr die Eiweiße mit Zucker und Spritzer Zitronensaft in ein hohes Gefäß und schlagt sie steif. Verstreicht den Baiser auf den vorgebackenen Rhabarberkuchen. Für den Spitzenmuster holt euch einen Löffel und formt mit dem Löffelrücken die Spitzen. Backt den Rhabarberkuchen weitere 30 Minuten. Sollte der Baiser euch zu dunkel werden, deckt den Kuchen einfach mit Alufolie ab. Lasst den Rhabarberkuchen abkühlen und schneidet ihn vorsichtig an. Er sieht einfach klasse aus. Unter www.foodtemple.de findet ihr weitere leckere Rezepte zum Nachbacken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt euren Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.